Willkommen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 und damit willkommen zum Gruppenspiel der Gruppe G. Der Dennis vom Kanal Immer 615 und heute sehen wir hier die Partie zwischen Serbien und der Schweiz. Ja, für beide Teams heißt es hier und heute, ja, weiterkommen möglich. Schwierig, aber möglich. Gucken wir mal, welches dieser beiden Teams heute weiterkommen wird. Beide können es definitiv nicht sein. Aber eines der beiden kann es werden. Aber als erstes gibt es die nationale beider Teams. Als erstes die von Serbien. Anschließend gibt es die nationale von der Schweiz. Und damit kann es losgehen in dieser Partie. Die Voraussetzungen sind ziemlich unterschiedlich. Die Aufstellung von Serbien. Heute spielt Serbien wieder offensiv wie gewohnt mit einer Dreierkette hinten. Vier Mittelfeldspielern, einem zentralen Spieler, der die Bälle nach vorne tragen soll und zwei Stürmern. Das hat bislang nicht so funktioniert. Serbien bislang mit zwei Niederlagen in diesem Turnier, sowohl gegen die Kameruner als auch die deutliche Niederlage gegen Brasilien. Könnte also dementsprechend vielleicht darauf hindeuten, dass das hier definitiv eine sehr wichtige Partie ist. Weiterkommen, schwierig. Bei den Schweizern dagegen sieht es mit dem Weiterkommen viel realistischer aus. Heute hier mit folgender Aufstellung. Sie spielen heute mit einem 4-2-3-1-System. Vorne ein Stürmer, der vorne die Tore erzielen soll. Serbien mit einem Torverhältnis von minus 5 und keinem einzigen Punkt, während die Schweizer ein Torverhältnis haben von plus minus 0 und 3 Punkten. Heißt also schon im Umkehrschluss, dass Serbien mit mindestens 3 Toren Vorsprung gewinnen muss, um überhaupt eine realistische Chance zu haben auf ein Weiterkommen und gleichzeitig darauf hoffen muss, dass Brasilien gewinnt gegen Kamerun im Parallelspiel. Und damit kann es losgehen. Serbien in den roten Trikots gegen die Schweiz in gräulichem Trikot. Also es soll, glaube ich, ein Weiß darstellen. Es deutet aber eher auf ein Grau hin. Also heute eher im gräulichen Modus. Gucken wir mal, wie diese Partie laufen wird. Also mit einem knappen Sieg der Serben, ja, ist im Endeffekt lediglich Kamerun das Team, was sich da eventuell in eine positive Position rücken kann. Tadic soll heute unter anderem die Tore erzielen für Serbien, denn bislang läuft das Turnier nicht nach Plan und Rajkovic hat ihn. Also bislang läuft dieses Turnier einfach nicht nach Plan und das ist eben das große Problem. Serbien hat sich eigentlich sehr viel vorgenommen in diesem Turnier, konnte aber gewisse Leistungen einfach bisher nicht abrufen und das ist das große Problem. Der Ball kam nicht vorbei. Diese ist die zweite Möglichkeit für die Schweizer über Shaqiri. Da wird der eigene Torwart umgeruppt. Und da hatten sie Glück, dass Shaqiri das nicht gesehen hat, denn sonst wäre das hier zum 1-0 gewesen. Trotzdem weiterhin eine Möglichkeit für die Schweiz. Vollner und da ist Shaqiri. 1-0 Schweiz. Ja, eben. Also, das wird definitiv, also wahrscheinlich nicht viel auffallen, aber die Situation eben, den eigenen Torwart, der Verteidiger ruppt den eigenen Torwart mehr oder weniger um, hat ihn wahrscheinlich nicht da gesehen, dass er da stand, aber Shaqiri hat das auch nicht gesehen und den Ball aus kürzester Distanz, ja, mit dem Verteidiger, da war das auch wieder mal nicht das Optimale. Also die Schweiz führt durch einen oder, ja, eigentlich durch einen Abstimmungsfehler hinten in der Hintermannschaft. Und so führen die Schweizer hier mit 1-0 nach 12 Minuten. Damit ist definitiv wahrscheinlich eine Zielsetzung hier fast schon erreicht. Die Frage lautet eben die, ob dieses auch weiterhin sein kann. Bislang auch die Schweizer mit unterschiedlichen Torschützen. Also
Jeder hat bislang ein Tor erzielt, der ein Tor erzielt hat, nicht zwei. Seferovic spielt den Ball da nicht steil. Das wäre vielleicht die sicherere Variante gewesen. Dafür gibt es jetzt eben die Kontermöglichkeit über Zivkovic. Und die Chance von Akanji hinten geklärt. Seferovic läuft da Richtung Außenlinie, spielt den Ball nicht ab, spielt den Ball sehr spät ab auf Shaqiri. Also fast schon zu spät. Goudet hat den da eigentlich ohne große Probleme da abwehren können. Klar war Mandecker hier von Shaqiri, das aber bislang ja nicht so relevant war. Zuba. Ja. Bleibt da cool. Seferovic gegen zwei, spielt auch da wieder den Ball erst sehr spät ab. Könnte natürlich eine Taktik sein der Schweizer. Klar, mit einer Führung sieht alles ganz rosig aus. Ne? Man darf nicht vergessen, man könnte theoretisch auch noch Gruppenerster werden. Klar, wenn Brasilien im Parallelspiel aktuell mit 5 Toren Differenz verlieren sollte, das darf man auch nicht vergessen. Andersrum bedeutet das gleichzeitig, dass dann Kamerun Tabellenführer wäre. Also diese Option wäre dann noch nicht gegeben. Akanji auf Seferovic, wieder Shaqiri, aber auch der kommt da nicht zum Torwart. Kontermöglichkeit für das serbische Team. Jetzt in Richtung Flügel. Vielleicht spielt den da lange Richtung Flügel. Vlajovic und der Ball ist futsch. Aber der Konter wird ja auch sehr langsam angegangen. Sehr gemütlich. Also, so kannst du den Gegner nicht überlisten, Steffen. Und der Ball ist sehr stark auf Seferovic. Ja, diesen Blick, den Steffen auf Seferovic hatte, den hat Seferovic aber nicht für Shaqiri heute gehabt. Aber er sieht, mit den richtigen Abstimmungen kannst du auch Tore kreieren. 2-0. Hier, super gemacht, die Abwehr, ja, ich weiß nicht, die hebt das Abseits auf, insbesondere hier unsere Nummer 2 von Serbien, der bislang, ja, wie, es gibt normalerweise The Man of the Match, aber der bislang hier The Loser of the Match ist, weil A, er fürs erste Gegentor verantwortlich ist, B, jetzt für dieses Gegentor auch verantwortlich ist, denn er hebt das Abseits auf, also, ja, schwieriger kannst du eine Partie nicht haben. Und wieder die Schweiz. Die merken, es ist hier was zu holen. Hier gibt es einige Möglichkeiten, die sie eben hier rausholen. Milinkovic-Savic mit dem Ballgewinn. Konterchance für Serbien. Vielleicht in Richtung Anschlusstreffer. Kostic aber im Abseits. Gucken wir uns das nochmal an, ob die Entscheidung richtig war. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht mit dem Fuß. Mit dem Fuß, vielleicht mit den Fußspitzen so in Richtung Abseits. Stehend. Goudet und nach vorne Tadic. Rodriguez dazwischen. Und jetzt kann es wieder in die andere Richtung gehen. Wieder Shaqiri. Shaqiri diesmal auch mehr Ball behauptend. Vollner. Rausgespielt. Steffen mit dem Solo und mit dem Ball auf Seferovic. Und dann steht es 3-0. Aber Seferovic, der winkt sofort ab. Das hat er gesehen, dass er hier im Abseits war. Sofort abwinken. Aber das 3-0 für die Schweiz. Also, ja. Abseitssituation korrekt. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Seferovic selbst hat es auch gesehen, dass das Abseits war. Also auch hier die nächste Chance. Vollner. Handspiel lag in der Luft. Anscheinend wurde das als dessen nicht gewertet. Steffen, und es gibt Eckball für das Team aus der Schweiz. Ecke für die Schweiz. Serbien hat hier wirklich definitiv viel zu tun in der Abwehr.
Ecke, Schweiz Ecke. Shaqiri hat sich aber Mitspieler rangeholt. Steffen, ja, kommt nicht an Mitrovic vorbei und Savic klärt den erstmal. Trotzdem weiterhin im offensiven Bereich die Schweizer Shaqiri. Vorteil zeigt die Schiedsrichterin an und jetzt zeigt sie auch an. Pause! Serbien liegt 0-2 hinten. Die Schweizer eben das Tickchen mehr Cleverness drin gehabt. Tadic, ja, bis auf eine Aktion, die er vorne versucht hat zu kreieren, bislang auch nicht am Ball. Er kann noch nichts vorne anrichten. Also, Halbzeitstand 2-0 für Durchgang 2. Herzlich willkommen zurück zur Partie zwischen Serbien und der Schweiz. Die Serben in den roten Trikots gegen die Schweizer in weiß-gräulich. Und ja, bislang Serbien ja nicht so wirklich mit nach vorne spielend, denn sie sind einfach hinten die ganze Zeit beschäftigt. Die Schweizer gehen mit einer Offensivität in diese Partie, die man auf jeden Fall braucht, um eine Runde weiterzukommen. Klar, man ist zwar einen leichten Vorteil, weil eben das Parallelspiel zwischen Kamerun und Brasilien ist und Kamerun eben einen deutlicheren Erfolg braucht als die Schweiz. Das bedeutet aktuell mit 3 Toren Vorsprung gewinnen müsste, um eventuell weiterkommen zu können. Das ist eben die Sache bei Serbien dagegen. Ja, sieht momentan nach einem klaren Ausscheiden aus. Wechsel bei Serbien, die 16 geht dafür mit 8. Auf der anderen Seite geht die Nummer 9 und dafür kommt die 14 aufs Feld. Ja, Shaqiri bislang einer der Kandidaten auf Man of the Match. Gucken wir mal, ob sich das vielleicht jetzt ändern wird. Das wird sich jetzt in den nächsten Minuten zeigen. Das ist Zuba, der auf Rodriguez spielt, der weit vorne ist mittlerweile. Seferovic spielt den rüber, Zuba 3-0. Serbien scheidet als Gruppenletzter aus. Die Frage lautet nur noch, wie hoch? Also die Schweizer tun zumindest alles dafür, um ihr Ticket zu holen. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, anderes Spiel, wichtiges Spiel. Aber jetzt heißt es auch anderes Spiel, wichtiges Spiel. Denn wenn Brasilien wirklich hoch zurückliegen sollte, ist sogar der Gruppensieg möglich. Man darf das nicht vergessen, also diese Option gäbe es auch. Wir haben ja, ich hatte ja am Anfang des Spiels gesagt, die Option gibt es auch, aber dafür muss erstmal ein deutliches Ergebnis her. Das haben wir aktuell und damit ist auch ein Gruppensieg urplötzlich möglich. Natürlich, wenn eben im Parallelspiel das ähnlich aussieht wie hier und eben aber für Kamerun ähnlich aussieht. Nächste Möglichkeit, nee, dieses Mal nicht, dieses Mal passt der Verteidiger auf und kann dementsprechend den Konter einleiten für das serbische Team. Vielleicht kommen sie hier zum Torabschluss. Nein, Elvedi dazwischen mit dem Kopf. Und weiterhin muss sich hier der Torwart der Schweizer nicht beweisen, während der Torwart der Serben sich hier eins ums andere Mal beweisen muss. Seferovic, Ball geht wieder raus Richtung Flügel, wieder Richtung Steffen, Ball dieses Mal von der Mitte raus verteidigt. Andersrum, jetzt ist hinten einiges offen. Jetzt gibt es vielleicht die vielleicht endliche nutzbare Chance für das serbische Team über Mitrovic. Und da ist Tadic! Da haben wir sie doch! 65. Minute, erste Möglichkeit für Serbien. Wechsel bei der serbischen Nationalmannschaft. Die 11 kommt für die Nummer 9 aufs Feld. Heißt also neuer Stürmer. Und man darf nicht vergessen, dieser Stürmer hier, nämlich Jovic, der eingewechselt worden ist, hat bislang auch das einzige Tor für das serbische Team bislang erzielt. Kostic, Ball geht in die Mitte und ja, nicht nur in die Mitte, nein, auch an die Hand, Elfmeter. Widmer mit, ja, dem Handspiel, das versteht er nicht so ganz, gucken wir uns das nochmal an, ob es so war. Die Antwort lautet ja. Es war so, da machst du den Arm lieber anlegend am Körper und nicht so. Dementsprechend Elfmeter für Serbien. Die Möglichkeit zum Anschlusstreffer oder besser gesagt zum Ehrentreffer. Tadic läuft an. Tadic drin. Mit was für einem Hammer macht er den rein. Mit richtig viel Frust
Klar, sie haben sich das hier eigentlich in dieser Weltmeisterschaft ganz anders vorgestellt. Sie haben sich das vorgestellt, ein Weiterkommen ist möglich in dieser Gruppe. Und momentan ist man klar im Aus. Also Tadic mit dem wichtigen Tor, der war auf jeden Fall mit dieser Geschwindigkeit unhaltbar für Sommer. Also den hätte er definitiv schon vorerahnen müssen. Hätte er den halten wollen. Dementsprechend Antreffer für Serbien. Der Ehrentreffer stand jetzt. Aber Uhrzeit sagt natürlich noch, es ist noch was drin. 22 Minuten nämlich. Trotzdem die Schweiz hier immer noch wacker dabei. Die wollen natürlich jetzt wieder was für ihr Torverhältnis tun. Darf es eben nicht vergessen. Parallelspiel, ne? Kann auch darauf wichtig werden. Trotzdem, Serbien, vielleicht haben sie jetzt gemerkt, dass da hier auch was drin sein könnte. Doch vielleicht noch Elvedi unheimlich weit vorne. Kann aber dementsprechend den Ball nicht zum richtigen Mitspieler finden. Zweiter Versuch, Elvedi wieder. Und das ist Sor, der auf dem Weg nach vorne spielend. Wechsel bei Serbien und auch bei der Schweiz. Die Schweizer wechseln die 21 raus, dafür kommt die 23 aufs Feld. Bei der serbischen Nationalmannschaft geht die Nummer 14, dafür kommt die 22 aufs Feld. Nächste Chance, das wird geklärt dieses Mal. Elvedi wieder unheimlich weit vorne. Sorg, der nach hinten spielen. Xhaka, Doppelpassspiel. Sie versuchen das hier mit kurzen Pässen eben die Verteidigung hier eventuell verunsichern zu können. Wieder Vollner, Vollner mit dem Assistanzschuss. Ja, an der Seite stand da jemand, hat auch angezeigt. Ihr, ich war anspielbereit, ich bin da reingelaufen. Warum spielst du ihn nicht eher ab? Aber Rajkovic wäre wahrscheinlich auch da zur Stelle gewesen und wäre wahrscheinlich auch dahin gelaufen. Bleibt aber eben lange da stehen und lange erwartet er dann, dass der Ball nicht rübergeht. Und das war komplett die richtige Entscheidung. 12 Minuten noch auf der Uhr. Ecke für die Schweiz. Ecke kurz getreten. Vollner. Ball geht wieder Richtung Mitte. Und der Ball konnte von Savic geklärt werden. Trotzdem die Schweizer vorne dabei. Wieder über Xhaka. Xhaka auf Widmer. Der mit einer tiefen Flanke, die aber abgewehrt werden kann. Konterchance, vielleicht über Jovic. Auf der anderen Seite ist auch nur ein Spieler mitgekommen. Das ist das große Problem, wenn du nach einem Eckball da viele Männer da hinten hast. Andersrum, Umschaltspiel ist das Zauberwort. Jetzt ist eben hinten nichts mehr da. So lässt sich das hier langsam angehen. Zieht den Verteidiger mit in Richtung Eckfahne, aber an Abschluss hat es nicht geklappt. Sergej nach vorne spielen. Das Foul wird als Vorteil gewertet. Jovic. Und der Vorteil scheint vorbei zu sein. Es gibt die gelbe Karte. Gelbe Karte für Vollner. Das wäre die Karte für ihn. Hat keine große Bedeutung. Wechsel bei der Schweiz. Die 25 geht, dafür kommt die 13 aufs Spielfeld und es gibt Freistoß für die Schweiz und die nächste Freistoßsituation. Diesmal aber für das serbische Team. Ja, es die Uhr tickt und das für die Schweiz. 2 Minuten bleiben noch. Es ist natürlich eine schwierige Angelegenheit, das Spiel jetzt hier noch zu drehen. Es ist aber noch möglich. Seferovic kommt brillant vorbei. Seferovic im 1 gegen 1. Seferovic! Jetzt ist Ende Gelände. Die Schweiz gewinnt das Spiel gegen Serbien. Und Serbien fährt mit 0 Punkten nach Hause. Für viele wahrscheinlich die Enttäuschung dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Das serbische Team mit 0 Punkten. Im 1 gegen 1 gegen Rajkovic lange Zeit. Und das ist gut aus Sicht des Stürmers. Lange Zeit zögern beide.
Läuft der Torwart raus, bleibt da drinnen, mache ich jetzt einen Distanzschuss oder nicht? Und im 1 gegen 1 hat Seferovic die Überhand und macht das vierte. 4:1. Für Serbien ist das hier heute ein schwarzer Tag. Heute hat so viel nicht funktioniert. Und am Ende gewinnt die Schweiz sehr deutlich. Und zwar mit 4:1. Ende Gelände, die Schweiz geht ins Achtelfinale. Die Frage ist nur, mit wem? Mit Brasilien oder mit Kamerun? Das wird man im Parallelspiel sehen. Auf jeden Fall, Serbien verabschiedet sich aus diesem Turnier mit keinem einzigen Punkt. Man of the Match, heute Seferovic, 2 Tore erzielt. Und damit war es das aus diesem Stadion. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und wir sehen uns zur nächsten Partie wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Und ciao.